Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Sternzeichenlegungen für den September. Es gibt hier heute wieder ein kleines Intro, das heißt, alle Legungen beginnen erstmal gleich, weil ich euch gerne so die größeren astrologischen Happenings am Anfang erklären möchte, die im September stattfinden. Dazu habe ich diese ganzen Karten rausgesucht. Ich werde mich heute auf jeden Fall kürzer halten als in der Drei-Monats-Vorschau, aber ich möchte euch trotzdem sagen, welche Energien der September für alle unabhängig vom Sternzeichen eben mit sich bringt. Wer sich mehrere Legungen anschaut oder wen das nicht interessiert, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er das Intro überspringen kann und wann es dann losgeht mit der Legung für dein Sternzeichen. So, also ich habe hier diese ganzen Karten rausgesucht. Heute, wo ich anfange mit den Sternzeichenlegungen, ist der Neumond in der Jungfrau. Ne? Eremit ist die Jungfrau-Energie, die Sonne steht auch in der Jungfrau. Und da geht es so ein bisschen darum, Jungfrau-Attribute ordnen, neue Strukturen schaffen, in sich gehen, reflektieren, alles wirken lassen, sacken lassen, analysieren. Und ich weiß, für viele waren die letzten Wochen intensiv, herausfordernd, überraschend. Und die Jungfrauzeit nach dieser intensiven Löwezeit und jetzt eben auch dieser Jungfrau-Neumond hilft uns, das Ganze mal so ein bisschen zu verarbeiten und sich da mal seine Gedanken drüber zu machen und zu schauen, ist es das, was ich will? Wie geht es weiter? Wie gehe ich damit um? Wie löse ich manche Situationen? Also die Jungfrau ist immer so eine entschleunigende Energie, wo wir das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, eben wirklich verstehen und verarbeiten können. Am 10.9. Haben wir dann den Vollmond in den Fischen. Dafür habe ich die Welt und die Hohepriesterin rausgesucht. Und der Vollmond in den Fischen, ne, Vollmond ist immer eine Closure-Energie, also ein Zyklus schließt sich. Und wir haben ganz viel. Ne? Juli, August waren so intensive Monate, vor allem auf seelischer Ebene. Wir sind mit Dingen aus unserem Unterbewusstsein konfrontiert worden. Wir haben möglicherweise Erlebnisse gehabt, die seelisch total krass was mit uns gemacht haben. Ne? Wir haben angefangen zu reflektieren, wir haben angefangen zu verstehen und der Vollmond in den Fischen möchte eben, dass wir all das, was von unserer Seele gehen möchte, dass wir all das loslassen, dass wir Platz schaffen in unserer Seele für neue Dinge, die da kommen möchten. Ich kann schon mal vorweg teasern, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich, in Partnerschaften, nicht nur in Liebespartnerschaften, in der Familie, in Freundschaften, in beruflichen Partnerschaften, in jeglicher zwischenmenschlichen Verbindung. Dieser Vollmond ist ein großer, großer, großer seelischer Reinigungsprozess und den brauchen wir auch. Deswegen, ne, nutzt diese Jungfrau-Energie, nutzt diese Vollmond-Energie, hör in dich hinein und sag, was aus meiner Seele darf gehen, was aus meiner Seele möchte gehen. Ne? Fische-Energie, Wasserzeichen. Ich kann dir raten, zum Vollmond in den Fischen irgendwelche Reinigungsrituale zu machen, ne? Ein großes Bad zu nehmen. Wirklich zu sagen, ich möchte, dass manche Dinge von meiner Seele gehen, dass sie rausfließen dürfen, wie auch immer, ne, schreib's dir von der Seele, was auch immer dein Ventil ist, versuche irgendwie zu diesem Vollmond in den Fischen Platz in deiner Seele zu schaffen, weil das, was danach kommt, braucht vielleicht Platz. Genau, am gleichen Tag, nämlich 10. September, wird Merkur rückläufig. Merkur, unser Kommunikationsplanet, und da bekommt ihr noch gesonderte Legungen zu jedem Sternzeichen, weil der rückläufige Merkur hat immer irgendwelche Aufgaben im Gepäck. Und der Merkur wird im Sternzeichen Waage rückläufig. Waage betont unsere Beziehungen und unsere Partnerschaften. Nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, ne, sondern auch möglicherweise finanziell. Ne, Waage-Energie ist die Beziehung, die wir zum Geld haben, die Beziehung, die wir zu Werten haben, die Beziehung, die wir zu uns selbst haben, aber natürlich sehr, sehr, sehr stark die Beziehung, die wir zu unseren Mitmenschen haben. Und rückläufiger Merkur bedeutet auch immer, nochmal die Vergangenheit beleuchten, nochmal irgendwas, ne? Wie gesagt, da bekommt ihr für jedes Sternzeichen gesondert Legungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der rückläufige Merkur in der Waage auf jeden Fall
Beziehungsdynamiken oder Dinge, Situationen aus der Vergangenheit nochmal in dein Blickfeld bringt, nochmal in deine Situation bringt, falls es da irgendetwas zu klären, zu kommunizieren, auszusöhnen, ne? Vage Energie ist eine Balance schaffende Energie, falls es irgendetwas gibt, was geklärt werden muss und was mit deiner Vergangenheit zu tun hat, dann wird vielleicht der rückläufige Merkur das aufzeigen. Der rückläufige Merkur geht in seiner Rückläufigkeit zurück in die Jungfrau. Das heißt, es kann sein, dass er erstmal in der Waage-Energie eben Personen oder Situationen wieder in dein Leben bringt, wo eine gewisse Kommunikation stattfindet, wo dann, ne, der Eremit nochmal dieser Soul-Searching-Lernprozess besser verstehen, eine andere Sicht der Dinge bekommen, Wissen, ne, der Eremit, Jungfrau-Energie ist Weisheit und Wissen, wo ein Wissen zustande kommen kann, das dir vielleicht auch hilft, eine Situation anders zu betrachten oder so. Mit dem eben umzugehen, was sich da eben zeigt. Rückläufiger Merkur oder Merkur wird am 2. Oktober wieder direktläufig, das heißt, ne, dann ist die Rückläufigkeit vorbei in der Jungfrau und am 11. Oktober kehrt er dann von der Jungfrau wieder zurück in die Waage. Also, rückläufiger Merkur sagt, Beziehungsthemen, Reflexion im Rückwärtsgang, Reflexion im Vorwärtsgang, Beziehungsthemen im Vorwärtsgang. Ne? Also nur, dass ihr das so ein bisschen versteht. So, dann haben wir am 25. September haben wir den Neumond in der Waage. Der hat ja in diesen 3 Monatslegungen eine große Rolle gespielt. Der, ne, diese Karte vom Moonology Oracle, eine neue romantische Phase beginnt. Und das sehe ich ehrlich gesagt hier auch. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass Merkur eben auch in der Waage ist und die Sonne ist zu dem Zeitpunkt vom Neumond natürlich auch schon in der Waage, dass wir hier Ende September ganz, ganz stark eben diese Beziehungsthemen betont haben, ganz stark partnerschaftliche Themen betont sind, und dass wir hier wirklich das eine Chance haben, in unserem Miteinander, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in unseren Partnerschaften wirklich für Neuanfänge zu sorgen. Am 29. September tritt auch noch Venus, ne? Venus, der Planet der Liebe, der Planet des Reichtums, der oder Fülle, Liebe, Reichtum, Mutter, Natur, Gesundheit, whatever, tritt auch noch ins Zeichen Waage ein. Das heißt, wir haben ab dem 25. September so eine starke Waage-Energie, so eine starke Energie von, ne, Gerechtigkeit in unsere Themen von Liebe und Geld und wie auch immer reinzubringen, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Zeitraum ein sehr, sehr intensiver werden könnte. Beziehungsweise, ich glaube, ehrlich gesagt, ich will niemandem eine Angst machen. Ich glaube, der September wird auch intensiv, nicht so intensiv wie die Löwezeit, nicht so, ne, Löwe-Energie ist Feuerenergie, so Schlag auf Schlag, sondern Jungfrau ist auf jeden Fall ein gemütlicherer Gang. Aber ich habe das Gefühl, wir bekommen ganz viel Information. Wir haben eine Chance, ganz viel zu verstehen in diesem September. Wir haben wirklich die Chance, an Punkten neu anzusetzen oder generell neu anzufangen. Und deswegen glaube ich, dass der September, wenn auch in einer anderen Qualität, trotzdem weiterhin sehr transformativ sein wird. Genau, das war's schon, meine Lieben. Jetzt geht's los mit den Sternzeichen. Hallo meine lieben Krebse, herzlich willkommen zu eurer Septemberlegung. Schauen wir mal, was der September für euch so bereithält. Ich habe die 3 Karten aus dem Intro hier liegen lassen, einfach nur um so einen gewissen Zeitstrahl abzubilden. Und dann schauen wir mal, was die individuelle Botschaft für euch für diesen Zeitstrahl ist. Ich lege erst alle Karten aus und dann schauen wir, welche Botschaft bei euch rauskommen will. Aber wie immer, ne, spür in dich hinein, ob du dich in so einer Legung auch angesprochen fühlst. So,
Ich hätte gerne eine erste Botschaft für meine Krebse. Das Tarot, das ich hier benutze, ist das Guardian Angel Messages Tarot. Der Teufel. Interessant. Ego. Die habe ich noch nie gesehen aus dem Deck, deswegen schaue ich sie gerade ein bisschen länger an. Teufel ist Steinbock-Energie. Steinbock ist euer gegenüberliegendes Sternzeichen. Betont also Beziehungsthemen schon mal. Ich bin gespannt. Den klären wir auf jeden Fall erst ab. Aber was ich auf jeden Fall schon mal sehe, ist dieses Vögelchen im Käfig, dessen Tür offen ist. Es aber immer noch im Käfig sitzt. Interessant. Ich hätte gern eine Energie zum Fischevollmond und zum rückläufigen Merkur. Die 10 Kelche. Interessant. Und eine Karte zu dieser ganzen Waage-Energie, die uns Ende September erwartet. Die 10 Schwerter. 10, 10. Okay. Die 8 Stäbe an der Unterseite des Decks, die reden von, es kommt auf jeden Fall irgendetwas rein, eine Information, eine Nachricht, eine Kommunikation, okay. Sehr passend zum rückläufigen Merkur. Und auch sehr passend zu Mars in Zwillinge. Ich hätte hier gerne einen Love Romance Angel für meine Zwillinge. Reconciliation, die Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kehrt zurück in dein Leben, steht auf dieser Karte. Und Engagement, das ist meine Lieblingskarte. Dein Liebesleben ist dabei, in ein höheres Level von Verbindung aufzusteigen. Engagement heißt die Verlobung, aber ich nehme es nicht als Verlobung wahr. Ich nehme es als Zusammentun wahr. Okay. Jemand aus deiner Vergangenheit kehrt zurück in dein Leben. Ich bin gespannt, ob er wegen den 10 Kelchen zurückkehrt oder wegen den 10 Schwertern. Interessant. Ah, mir fällt gerade ein, weil ich ja so große Kartendecks benutze. Sorry, mein Leben, ich muss das ein bisschen höher rutschen. Weil sonst geht mir unten ein bisschen der Platz aus. So, warum liegt denn hier der Teufel? Gott sei Dank. Der Tod. Es könnte kaum eine bessere Karte zum Teufel geben als der Tod, die 10 Münzen. Drei Zehnerkarten, also schon, und dann auch noch der Tod dazu. Wowski, wowski. Warum liegen denn die 10 Kelche hier? Die 4 Stäbe. Die 2 Stäbe. Ich möchte ganz kurz anmerken, weil ich es gleich verdecken werde, dass auf diesen 10 Schwertern hier Freedom steht, Freiheit, Endings und Freiheit, Endings, Enden und die Freiheit, der Turm, Halleluja. Wow, die 9 Kelche. Die 2 Stäbe. Warum liegen die 2 Stäbe hier? Die 6 Stäbe. Ich hätte trotzdem gern noch eine Karte zum
Teufel. Der Herrscher. Eine Karte zum Herrscher. Sorry, meine Lieben, ich will auf jeden Fall die Geschichte rund haben. Der Ritter der Schwerter und die Königin der Münzen. Okay. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Karte zum Teufel, zum Tod. Eine Karte zum Tod. Okidoki. Nochmal der Teufel. nee, ich brauche trotzdem noch eine Karte hierzu. Also vielleicht hast du mit dem Steinbock zu tun, weil die Königin der Münzen ist auch Steinbock-Energie, auch wenn ich das als deine Energie wahrnehme. Widder habe ich hier, Skorpion habe ich hier. Ich hätte gern noch eine Karte zum Tod, bitte, liebes Universum. Okay, die habe ich gerade schon gesehen. Der Magier an der Unterseite des Decks. Ne, Magier ist Merkur-Energie. Merkur ist unser Kommunikationsplanet. Ich brauche noch eine Karte zur Königin der Münzen. Okidoki, ich verstehe. Der König der Münzen an der Unterseite des Decks. Kann sein, dass du mit dem Erdzeichen zu tun hast, Jungfrau, Stier, Steinbock. Muss aber nicht, ne? Wirklich. Ich nenne euch die Sternzeichen nur, weil ihr das gerne mögt. Das kann jede Person sein. Jede Person hat jedes Sternzeichen in seinem Geburtshoroskop, zumindest häusermäßig. Der Page der Münzen. Okay, also, ich habe so viel nachgefragt, weil ich mir wirklich sicher sein wollte, dass die Botschaft genau das ist, was sie ist, aber das bestätigt es hier gerade. Jemand kehrt aus seiner Vergangenheit zurück, tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass ihr, weil zweimal der Teufel liegt, weil dass ihr beide Ego-Probleme hattet in eurer Beziehung. Und dass sich aber in dieser Beziehung offensichtlich irgendetwas geändert hat. Möglicherweise auch beim Herrscher. Denn ich sehe den Herrscher hier auf dich zustürmen. Ich nehme dich als die Königin der Münzen wahr. Ich sehe hier jemanden in dein Leben kommen mit einem Angebot. Hey, Bambi, mein Hund sagt gerade ja. Ihr mögt es ja, wenn meine Hunde die Botschaften bestätigen. Und ich sehe dich auf jeden Fall, du hörst dir das an. Du, ne, die Königin der Münzen, die hört sich das an, was diese Person zu sagen hat, mit welcher Energie diese Person auf dich zukommt. Und ich will mal ganz kurz wissen, wie das hier mit euch weitergeht. Mit dir und dem Herrscher. Mit dir und dem Herrscher. Das ist natürlich jetzt, das beantwortet meine Frage natürlich nicht. Die drei Münzen und die vier Kelche. Was ich noch nicht weiß, ist es, kommt hier jemand zurück aus deiner Vergangenheit und kommt mit Kommunikation, kommt mit einem Angebot, hey, lass uns das klären, hey, lass uns das Frieden schließen. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie drauf gewartet oder du wartest da drauf oder du hast dich zumindest, ne, sie sitzt hier immer so an ihrem Fenster und sie hat sich immer, für mich stellt sie sich so die Frage, wie geht's dem eigentlich oder denkt der noch an mich oder war das dem wirklich alles so egal oder keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, zwischen euch ist auf jeden Fall Distanz gewesen oder ne, gerade hier mit dieser jemand aus deiner Vergangenheit kehrt zurück. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem, was er kommt,
Hast du, also ne, Erfolgsenergie, Sechs-Stäbe-Energie, fühlst du dich auf jeden Fall bestätigt oder du fühlst dich gesehen? Hier liegt Karmic Justice, habe ich jetzt in mehreren Legungen schon gesagt. Und was ich nicht sehe, ist, dass endlich, ne, was auch immer, ist es jemand, mit dem du eine Zehn-Schwerter-Trennung hattest. Oder keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, was auch immer dich da noch beschäftigt hat, und ich sehe, ich nehme das wahr als deine Energie, den oberen Teufel nehme ich so ein bisschen wahr als die Energie von deinem Gegenüber eben. Es hat dich schon immer beschäftigt. Es hat dich nie vollständig losgelassen. Du warst dir vielleicht auch nie irgendwie sicher. Die 8 Schwerter kläre ich gleich auch noch ab. Ob das hier hinten mit dem Turm und den 9 Kelchen, ob das diese Befreiung ist, dass diese, ne, dass endlich diese Schwere, die da vielleicht auf diesem Ende lag oder wie auch immer, dass sie endlich geht, dass du endlich frei davon bist. Ich sehe dich auch hier auf den 4 Kelchen, weil ich fragte, wie geht's weiter? Ich sehe dich auch hier schon noch ein bisschen zurückblicken und vielleicht ist es einfach nur irgendwie so eine Blockade, die dich irgendwie davon abhält, dich neuen Dingen zuzuwenden oder so, weil du irgendwie immer noch so eine offene Frage hast. Aber die 3 Münzen, ne, deswegen sage ich, das hat jetzt die Frage nicht wirklich beantwortet. Die 3 Münzen ist eine Energie von gemeinsam. Ne? Wir ziehen an einem Strang. Eine Karte hier noch zu den 3 Münzen und den 4 Kelchen. Die Königin der Schwerter. Die 8 Schwerter. Die 2 Münzen und die 8 Stäbe. Okay, also definitiv, die 8 Stäbe haben wir ja gerade schon mal gesehen bei diesem großen Kartendeck. Also da kommt auf jeden Fall Kommunikation rein, die das irgendwie für dich klärt, die irgendetwas für dich klärt. Ganz stark Beziehungsthemen, ne? 10 Münzen, 10 Kelche, 4 Stäbe. Ich würde gerne mal wissen, mit welcher Energie kommt denn der Ritter der Schwerter auf dich zugestürmt? Der Gehängte mit einer Erkenntnis, okay. Und was ist der Page der Münzen? Die Gerechtigkeit an der Unterseite des Decks. Es tut mir leid, meine lieben Krebse, dass diese Legung nicht so 100% eindeutig ist, weil ich nicht eindeutig sehe, was der Grund eurer Wiederbegegnung ist. Ich sehe definitiv, ihr habt irgendwie noch eine offene Rechnung. Ihr habt irgendwie noch etwas Ungeklärtes, etwas Ungesagtes. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt, ist nicht die erste Legung im September, die ich auf diese Art und, ne, wo ich diese Botschaften bekomme. Und das kann wirklich am rückläufigen Merkur im Sternzeichen Waage liegen, ne, dass Dinge aus vorherigen Beziehungen nun gerade auch mit dem Fische-Vollmond und gerade auch mit dem Tod, ne, Tod ist auch ein seelischer Transformationsprozess. Skorpionenergie hat auch etwas mit Gefühlen zu tun, dass da wirklich nochmal etwas auf uns zukommt, was vielleicht aus der Vergangenheit nicht aufgeräumt war oder was uns nicht ganz losgelassen hat, um uns daraus zu befreien. Was uns am Ende des Tages, ne, der Turm und die 9 Kelche, ist für mich eine emotionale Befreiung, die emotionale Befreiung aus den 10 Schwertern. Was uns am Ende des Tages zu dieser Energie bringt, your love life is ascending to a higher level of commitment. Jetzt, wo diese 10 Schwerter gegangen sind, möglicherweise, ne, wirklich aus auch vielleicht langfristigen Beziehungen aus der Vergangenheit. Erst dann können wir aufsteigen, weil unsere Seele transformiert ist, weil wir frei sind, zu einem anderen Level of Commitment. Was ich sehe, und egal ob das hier eine gemeinsame Zukunft ist oder ob das, ne, 2 Münzen, ob einfach etwas Ungeklärtes, Ungesagtes, wie auch immer,
wirklich hier so final geklärt werden kann, wo so final Fronten, ne, geklärt werden können, wo man so offiziell seinen Frieden damit macht oder ne, einfach so eine Balance reinbringt in die 10 Schwerter, ne, in die 10 Schwerter. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das sehe ich hier mit den 6 Stäben und das sehe ich hier mit der Kraft, dass sich das für dich gut anfühlt, was dir da jemand zu sagen hat. Ne? Und wenn es am Ende des Tages nur eine Entschuldigung ist oder eine Bestätigung ist oder keine Ahnung, dir jemand sagt, hey, ich hatte einfach so krasse Probleme, es tut mir leid, dass ich dich damals nicht gesehen habe oder nicht so behandelt habe, wie du es, ne, wie du es verdient hast. Ich sehe dich in einer sehr starken Zufriedenheit mit dieser Konfrontation aus der Vergangenheit. Was ich nicht sehe, und das ist das, wie es mit euch weitergeht, ne? Es kann auch deine Energie sein, dass du vielleicht überhaupt gar kein Interesse daran hast, irgendetwas Neues oder ne, hier irgendeinen Neuanfang zu haben. Aber trotzdem hat es dich nicht losgelassen. Trotzdem war es vielleicht die 8 Schwerter, deine letzte Ego-Blockade möglicherweise auch, ne, bevor etwas Neues in dein Leben kommen kann. Ich sehe hier mit dieser Person aus der Vergangenheit gemeinsame Sache machen, im Sinne von, beide haben ein Interesse, etwas zu klären. Beide haben ein Interesse, eine Lösung zu finden. Falls, keine Ahnung, Kinder im Spiel sind oder ich weiß es nicht. Aber ich sehe dich auf jeden Fall sehr entschlossen und sehr klar und ehrlich gesagt auch sehr stark und selbstbewusst damit umgehen. Meine lieben Krebse, und das ist alles, was ich euch im Moment zu dieser Legung sagen kann. Ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte natürlich wissen, was ist der Grund dieser Begegnung, auch nochmal ganz konkret, was ist dieses Angebot, mit welcher Erkenntnis gehst du da raus, weil der Gehängte und die Königin der Schwerter sagen mir, da ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis drin, möglicherweise auch über ein Ablehnungsthema oder so, ne? So, dass du vielleicht deine letzten Anhaftungen zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen dadurch gehen lassen kannst. I don't know. Und dann hoffe ich, dass das Extended Reading uns noch Informationen gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die YouTube-Legung schon immer so, es kann das sein oder es kann das sein, dann habe ich das jetzt schon öfters erlebt, ist einfach ein Erfahrungswert, dass auch diese zweigleisige Energie sich vielleicht im Extended zeigt. Sollte das anders sein, ne, sollte hier eine ganz klare Botschaft rauskommen, werde ich unten einen Hinweis reinpacken. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Krebse unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, ich sehe dich hier Gerechtigkeit bekommen, wirklich, ne? Hier mit der Gerechtigkeit. An der Unterseite des Decks ist immer das, was im Verborgenen liegt. Wer auch immer da aus deiner Vergangenheit zurück in dein Leben kehrt, du gehst mit einem Gefühl der Gerechtigkeit daraus. Der Fairness, der Offenheit, der Ehrlichkeit, endlich ist das geklärt, endlich ist das offiziell, endlich, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich sehe, weil hier zweimal der Teufel liegt, ich sehe, dass die Person, ne, diese Person, mit der du in irgendeiner Art und Weise eine Vergangenheit hast, genauso, ne, zweimal der Teufel, genauso noch ein Gefühl des Klärungsbedarfs hat wie du. Denn ich sehe den Herrscher auf dich zustürmen. Und möglicherweise, ne, der Turm und der Ritter der Schwerter ist es auch völlig überraschend. Aber der teilt dir irgendwas mit. Der teilt dir irgendwie seine Sicht der Dinge mit. Und diese Sicht der Dinge verändert bei dir 10 Schwerter, Turm, 9 Kelche. Hat eine gewaltige Sprengkraft, löst was Großes aus, und zwar eine emotionale Befreiung. 9 Kelche. Ne? Es macht dich glücklich. Es wird sich gut für dich anfühlen. Was auch immer da auf dich zukommt. Meine lieben Krebse, so lasse ich das hier stehen.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!